Okay, jetzt ist 13.25 Uhr, deshalb würde ich vorschlagen, wir fangen an. Der Alexander steht auch schon in den Startlöchern. Ja, in unserem nächsten Panel, das unter der Überschrift läuft, freie Software versus Big Tech, geht es um Open Source bzw. freie Software. Und es wird um die Stärken, Vorteile freier Software gegenüber herkömmlicher bzw. proprietärer Software gehen. Und auch darum, ohne dem Beitrag jetzt vorwegzugreifen, warum es vielleicht sinnvoll ist für Kommunen und auch für staatliche Stellen, zukünftig etwas mehr auf freie Software zu setzen und was das Ganze mit unserer Demokratie zu tun hat. Als Referenten haben wir einen Alexander Sander heute hier, der ein absoluter Experte auf dem Gebiet ist. Also ich ja, habe mir schon sehr viele YouTube-Videos von dir zu dem Thema angeschaut, Alexander. Klare Empfehlung an der Stelle. Alexander arbeitet bei der Free Software Foundation Europe als Policy Consultant. Und die Free Software Foundation Europe setzt sich dafür ein, dass Menschen dabei unterstützt werden, einen selbstbestimmten Umgang mit Technik einfach haben zu können. Vorher war Alexander 4 Jahre Geschäftsführer vom Verein Digitale Gesellschaft und danach auch noch ein paar Jahre als Mitarbeiter eines Abgeordneten in Brüssel. So viel dazu. Jetzt übergebe ich dir das Wort. Ja. Ja, vielen Dank, Achim, für die tolle Einführung. Da brauche ich gar nicht mehr so viel über mich und uns, die Free Software Foundation Europe, sagen. Ich versuche hier durchzuklicken, genau. Das hat mir schon gesagt und vielleicht als Einführung, damit ihr da erstmal so ungefähr versteht, was freie Software oder überhaupt ist. Wir haben schon den Begriff auch Open Source gehört, auch eben gerade in der Panel-Diskussion ist es immer mal wieder aufgekommen. Habe ich hier dieses Comic mitgebracht, um euch kurz zu erklären, worum es geht. Ihr kennt wahrscheinlich alle ja, die Nuclear Chain of Command, also wie man in den USA eine Atombombe abfeuert. Aber die große Frage ist eben, was hat denn der Engineer gemacht, der eben diesen Red Button installiert hat? Und hier merken wir, es geht also eben schon mal um Transparenz. Und Transparenz ist etwas, was auch in der Demokratie sehr wichtig ist. Also eine Freiheit oder eine Eigenschaft, die freie Software eben mitbringt, ist eben, oder Open Source Software ist eben, dass es transparent ist. Gleichwohl gibt es aber eben auch noch ganz andere Freiheiten, ganz andere Eigenschaften von freier Software, die eben auch als Open Source Software beschrieben wird. Und zwar gibt es 4 Freiheiten, nämlich die Freiheit, die Software zu verwenden, zu verstehen, zu verbreiten und zu verbessern. Und das bedeutet, dass man mit dieser Software sie für jeden Zweck einsetzen kann, ohne irgendwelche Einschränkungen. Also das ist schon mal ziemlich zentral. Man kann sie auch verstehen. Das bedeutet, diese Transparenz ist eben vorhanden. Also jeder kann eben in den Code der Software hineinschauen und kann dann eben untersuchen, was diese Software tut. Und das ist natürlich insbesondere eben, wenn es um Demokratie geht und wenn dort eben Tools eingesetzt werden, ganz wichtig und spannend, dass wir eben hier diese Transparenz haben und verstehen können, was mit einer Software passiert. Wir haben die Diskussion um Wahlen gesehen, aber eben auch, was uns allen, glaube ich, noch ja, sehr nah ist, die Diskussion um die Corona-Tracing-Apps. Also auch hier gab es ja diese Debatten um Transparenz und dass hier eben freie Software beziehungsweise eben Open Source eingesetzt werden soll, damit eben nachvollzogen werden kann, was zum Beispiel mit unseren personenbezogenen Daten passiert. Darüber hinaus hat man die Freiheit, mit freier Software die Software auch uneingeschränkt zu verbreiten. Also man darf sie kopieren, weitergeben. Das bedeutet nicht, dass man damit kein Geld verdienen kann. Also man kann das natürlich auch machen, indem man damit Geld verdient. Das wird auch gemacht. Es gibt da auch viele Unternehmen, die sehr erfolgreich mit freier Software Geld verdienen. Red Hat als Beispiel wurde für 35 Milliarden Euro verkauft, der größte Software-Deal in der Geschichte, der bisher stattgefunden hat. Also in freier Software, in Open-Source-Software steckt auch richtig viel Geld drin. Und die 4. Freiheit ist eben, dass man die Software auch verbessern kann. Also es heißt eigentlich, man kann sie modifizieren, also man kann sie verändern. Das bedeutet, jeder kann eben den Code weiterentwickeln. Das führt natürlich auch manchmal dazu, dass es schlechter gemacht wird. Wir wollen natürlich, dass immer alles besser wird. Deswegen haben wir hier die Freiheit verbessern genannt. Aber grundsätzlich geht es eben um Modifikationen. Und wann immer eben diese 4 Freiheiten gegeben sind, eine Software zu verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern können, dann ist es eben freie Software oder eben Open Source Software.
Nun stellt sich die Frage, warum sollen wir das nutzen, warum sollen wir das einsetzen? Ein paar Ansätze hatte ich ja schon gegeben. Es geht um Transparenz, aber es geht eben auch um vertrauenswürdige Systeme. Und gerade als Staaten ist es natürlich wichtig, dass hier eben die volle Kontrolle über die Software- und Computersysteme herrscht. Und das ist natürlich aber auch für Unternehmen wichtig, für uns als Individuum ist das wichtig. Aber wenn es eben gerade zum Einsatz von Software durch staatliche Einrichtungen geht, dann ist es eben einfach wichtig, dass wir hier zum Beispiel eben diese Transparenz haben und sehen können, was zum Beispiel mit unseren personenbezogenen Daten passiert. Darüber hinaus, es wurde auch schon ein bisschen gesagt, wir kümmern uns vor allen Dingen eben darum, dass eben freie Software in staatlichen Einrichtungen eingesetzt wird. Geht es natürlich auch um unsere Steuergelder, die wir bezahlen. Und da geht es natürlich auch darum, dass diese möglichst ja, effizient eingesetzt werden. Und dadurch, dass man eben die Software weiterentwickeln kann, dadurch, dass man sie weitergeben kann, ohne Lizenzgebühren zu zahlen, drängt sich eigentlich auch aus einer finanziellen Sicht eben der Einsatz von freier Software für Staaten ein. Um das jetzt nochmal ein bisschen gegenüberzustellen und vielleicht auch aus den persönlichen Erfahrungen ein bisschen ja, mit abzuleiten, versuche ich das jetzt mal zu erklären, was proprietäre Software macht und wie die Lösung durch freie Software andererseits dann eben aussieht. Also ein großes Problem, was wir mit proprietärer Software haben, also alles das, was eben keine freie Software ist, alles das, was keine Open Source Software ist, ist eben, dass es kaum oder nur sehr schwierige Interoperabilität gibt. Also das bedeutet, die Systeme reden nicht so richtig miteinander. Vielleicht hat man das schon mal eben festgestellt durch mangelnde, fehlende offene Standards, wenn man zum Beispiel ein Word-Dokument in einem LibreOffice öffnen will oder umgekehrt. Also da gibt es dann manchmal Probleme mit der Formatierung oder ähnliches. Also das ist eben Interoperabilität, also dass man eben durch offene Standards miteinander kommunizieren kann. Dann gibt es sogenannte Vendor-Logins, also dieses Problem werden bestimmt auch schon viele festgestellt haben, dass wenn man sich ein Produkt von einem Anbieter kauft, muss man sich noch ganz viele andere Produkte von diesem Anbieter kaufen, weil es eben ja, keine Angebote von anderen gibt, weil man eben in diesem kleinen Ökosystem eingeschlossen wird und dadurch eben in so ein Anbieter-Login gerät. Das bedeutet also, man immer wieder nur zu diesem einen Anbieter zurückgehen kann, um zum Beispiel Änderungen an der Software einzufordern oder ähnliches. Also hier ist eben eine gewisse Abhängigkeit, die dann entsteht und die natürlich dann auch auf eine gewisse Strecke hin mit sehr unberechenbaren Kosten einhergeht. Also wenn ich immer wieder nur einen Anbieter habe, zu dem ich gehen kann, dann kann der natürlich auch ein Stück weit eben den Preis diktieren. Bei freier Software wäre es dann eben so, dass man hier relativ frei agieren kann. Es gibt natürlich auch wenig Akzeptanz durch die Bürgerinnen und Bürger, weil es eben sehr intransparente Systeme sind. Wir können eben nicht sehen, was mit unseren Daten passiert. Wir können nicht sehen, wie die Daten verarbeitet werden. Und das ist natürlich ein ja, großes Problem. Und durch diese Lizenzgebühren, die eben in der Regel gezahlt werden müssen, sind natürlich auch die Investments erstmal einfach verloren. Das ist eben insbesondere auch für Staaten nicht so besonders schön, wenn sie dann halt eben Lizenzgebühren zahlen, anstatt eben zum Beispiel eine Software weiterzuentwickeln und eben den aktuellen Bedürfnissen anzupassen. Und schlussendlich gibt es natürlich auch noch Sicherheitsbedenken. Das haben wir auch eben gerade noch in der Panel-Diskussion gehört, wo es eben um diese Wahlsoftware geht. Also wenn man in den Code reinschauen kann, dann ist es natürlich so, dass man die Möglichkeit hat, zumindest Sicherheitslücken zu finden, was bei proprietären Systemen einfach ein Stück weit schwieriger ist und nicht für jedermann oder jede Frau möglich ist. Die Lösung wäre dann eben freie Software. Wir haben hier eben Interoperabilität durch offene Standards. Wir haben die Unabhängigkeit durch freie Lizenzen. Das bedeutet, jeder kann damit machen, was eben diese vier Freiheiten sagen. Durch Kollaboration, durch Zusammenarbeit kann eben auch, können die Kosten gesenkt werden. Also verschiedene Verwaltungen können zum Beispiel zusammenarbeiten oder eben, wie wir es jetzt bei den Tracing-Apps gesehen haben, man kann in ganz Europa ja, across borders, also grenzübergreifend zusammenarbeiten. Und ja, die Systeme sind eben transparent. By default, also es ist eben so, dass man in den Code hineinschauen kann und alles sehen kann. Und was wir auch gesehen haben, ist eben immer vor allen Dingen dann, wenn ja, Staaten oder Verwaltungen in freie Software investieren, dass dann auch lokale Partner gestärkt werden. Also nicht mehr die großen Big Tech-Unternehmen oder auch andere größere Unternehmen werden gestärkt, sondern kleinere SMEs, also kleinere und mittlere Unternehmen in der Region sind vor allen Dingen dann eben diejenigen, die von solchen Aufträgen partizipieren. Und das stärkt natürlich die Wirtschaft in der Region und aber eben auch die Digitalisierung geht natürlich dann dadurch auch lokal besser voran. Und wir haben eben schlussendlich diesen überprüfbaren Code, der auch dazu führt, dass wir die Möglichkeit haben, sicherere
Produkte auf den Markt zu bringen. Freie Software fördert also Demokratie, Grundrechte, auch sowas wie Pressefreiheit, weil wir eben zum Beispiel durch sichere Kommunikationsmittel es ermöglichen, dass Journalisten eben so miteinander kommunizieren können, dass ihre Kommunikation nicht überwacht wird. Es ist gut für die Bildung. Es ist eben wichtig, weil es Transparenz ist und weil wir am Ende gemeinsame Lösungen auf den Weg bringen können. Das bedeutet, wir können eben ja alle zusammenarbeiten an diesen Lösungen. Das bedeutet, dass nicht nur eben Entwickler zusammenkommen, sondern dass eben auch ja, Leute aus anderen Wissenschaften, aus anderen Disziplinen hier ihren Input mit in die Entwicklung von freier Software mit einbringen können. Und das führt natürlich am Ende auch zu Produkten, die eben nicht den Interessen eines Unternehmens entsprechen, sondern eben wirklich den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer. Und hier eben gemeinsam vorangegangen werden kann, um eben diese entsprechenden Lösungen auch auf den Markt zu bringen. Also wir haben eben regionale KMUs, die gestärkt werden. Wir sind ausgesprochen autonom durch die Nutzung von freier Software, weil wir eben die Bedürfnisse, weil wir unsere Bedürfnisse sozusagen durch die Software abbilden können und nicht die Bedürfnisse eines Anbieters befrieden. Und dadurch, dass wir das Rad nicht immer wieder neu erfinden müssen, sondern die Software gemeinsam weiterentwickeln können, ist das Ganze auch eben ausgesprochen effizient. Nun, um nochmal etwas konkreter darauf einzugehen, wie freie Software und Demokratie zusammenwirkt, habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Ich habe es vorhin auch schon mal im Chat gesehen. Der Meddemokratie e.V. setzt sich ja momentan auch dafür ein, dass die Partizipationsplattform Konsul verbreitet eingesetzt wird. Das ist im Übrigen, gibt es diese Partizipationsplattform, kommt ja aus Madrid beziehungsweise aus Barcelona. Dort heißt sie Decidem und dort geht es eben darum, dass man über diese digitale Partizipationsplattform versucht, Leute in die Entscheidungen, die die Städte dort betreffen, mit einzubeziehen. Und das geht so weit, dass man dort eben über Budgets mit abstimmt, dass man über strategische Planungen abstimmt. Also man kann sich dort über diese Systeme als Einwohner von Barcelona zum Beispiel einloggen und dann darüber entscheiden, was im nächstgelegenen Park künftig wieder renoviert werden soll, ob da Bänke rein sollen, mehr Bäume rein sollen, ein Spielplatz und so weiter und so fort. Also wirklich eben das, was die Bürgerinnen und Bürger direkt und persönlich betrifft, wird über diese Plattformen abgebildet, diskutiert und eben auch entschieden. Und das ging sogar so weit, dass man in Madrid den Plaza de España, also den wichtigsten Platz sozusagen des Landes oder der Stadt, renoviert hat und dass eben hier diese komplette Renovierung dieses Platzes eben über diese Plattform diskutiert wurde und entschieden wurde. Also hier sind die Architektenentwürfe eingegangen und wurden diskutiert, die Budgets wurden diskutiert und am Ende haben dann eben die Bürgerinnen und Bürger über diese Plattform entschieden, wie eben dieser Plaza de España künftig aussehen soll. Und was eben ganz interessant ist, ist, dass durch diese Plattformen, die sind eben alle auf freier Software, Open-Source-Software hin programmiert. Das bedeutet, es ist eben ausgesprochen transparent. Wir können eben nachvollziehen, wie diese Abstimmungen dort passieren, dass hier eben, wie diese Diskussionen passieren. Und natürlich, also auf einer technischen Seite ist es transparent, aber natürlich auch auf einer inhaltlichen Seite ist es transparent, sodass wir hier eben nachvollziehen können, wie Entscheidungen zustande gekommen sind. Und das ist, führt natürlich auch zu einer gewissen Innovation, weil sich eben viele Leute beteiligen können und durch viele Ideen auch entsprechend diskutiert werden. Diese Beteiligung ist natürlich auch sehr schön. Das ist ja das, was wir in einer Demokratie wollen. Gleichzeitig ist mir aber auch an dieser Stelle immer wieder wichtig zu sagen, dass solche Tools immer nur als Ergänzung gesehen werden können. Also es kann jetzt nicht dazu führen, dass wir dann halt Offline-Events, auch wenn es jetzt momentan sehr eingeschränkt möglich ist, komplett ersetzen durch solche Online-Tools. Aber es ist eben eine sehr, sehr positive Ergänzung, die eben auch dazu führt, einfach immer mehr Leute in diese Prozesse mit einzuholen und in ihre Meinung mit abzufragen und eben auch die Entscheidung zu ermöglichen. Und weil das eben in Spanien vor allen Dingen eben sehr gut funktioniert hat, es wird auch schon in anderen Ländern, in anderen Städten eingesetzt, will man das jetzt auch nach Deutschland bringen. Der Meddemokratie e.V. Macht sich unter anderem dafür stark. Ihr könnt das auch unterstützen mit einer Spende. Es gibt da bei Startnext eben /Konsul hier einen Spendenaufruf von Meddemokratie, den ich hier auch in diesem Rahmen gerne unterstützen möchte. Also helft dem Meddemokratie e.V. mit dabei, dass Konsul in Deutschland Verbreitung findet und hier auch in unseren Verwaltungen eingesetzt wird. Erste Verwaltungen, erste Städte haben in Deutschland schon gesagt, dass sie das machen wollen. München zum Beispiel ist auf dem Weg dabei.
Es gibt aber auch andere, die da schon überlegen, mit denen wir auch in Gesprächen sind, auch Mehr Demokratie e.V. ist mit anderen Verwaltungen in Gesprächen, solche Partizipationsplattformen mit einzuführen. Und das ist aber auch eben wirklich nur ein Beispiel, wie eben solche Partizipation über freie Software abgedeckt werden kann. Da gibt es noch viel mehr. Und wir als Free Software Foundation Europe setzen uns eben ganz grundsätzlich dafür ein, dass eben freie Software in Verwaltungen eingesetzt wird. Und wir haben deswegen vor gut 3 Jahren die Public Money, Public Code Kampagne gestartet, wo wir eben fordern, dass eben immer dann, wenn mit Steuergeldern entwickelte Software gemacht wird, dass diese dann eben auch unter einer freien Software-Lizenz veröffentlicht wird, sodass eben andere Verwaltungen darauf zugreifen können, aber auch wir als Bürgerinnen und Bürger. Wir freuen uns, dass diese Kampagne von von 30.000 Personen unterstützt wird, aber auch von über 200 Organisationen und eben, was uns auch sehr glücklich macht, Verwaltungen selbst. Also auch Verwaltungen haben sich halt schon hinter diese Kampagne gestellt, unter anderem eben die Stadt Barcelona, was uns sehr freut, aber auch das Parlament von Asturien in Spanien. In Schweden haben wir zum Beispiel Unemployment Service, also das Arbeitsamt sozusagen, was dort uns unterstützt. Und wir werben eben dafür, dass eben in Verwaltungen freie Software eingesetzt wird. Ihr könnt uns dabei natürlich unterstützen, indem ihr selber diese Kampagne unterschreibt oder eben auch euren Freunden mitteilt, dass es die gibt. Und darüber hinaus, weil das Ganze ja hier auch so ein bisschen Workshop werden soll, können wir natürlich darüber reden, wie wir jetzt zum Beispiel wie ihr euch direkt an Verwaltungen wenden könnt. Also hier haben wir auch kleine Aktivitätspakete sozusagen zusammengestellt für unsere Freiwilligen auch, wie man sich eben an Verwaltungen wenden kann. Darüber können wir reden, aber vielleicht, bevor wir dies tun, möchte ich auch gerne noch Fragen, Anmerkungen oder Kritik aufnehmen, sodass wir hier alle auf dem gleichen Stand sind. Ich selbst sehe den Chat jetzt gerade nicht so, weil ich hier im Präsentationsmodus bin. Vielleicht, wenn Achim, du mir Fragen stellst aus dem Chat oder eben, wenn es den Bedarf gibt, über andere Dinge zu diskutieren, dann stehe ich dann auch gerne dafür zur Verfügung. Ja, das können wir gerne so machen. Meine Kollegin, die Aline, die auch im Chat sich schon fleißig vorgestellt hat und dort schreibt mit den Teilnehmenden, sammelt gerade schon die Fragen parallel. Also gib ein Signal, sollen wir jetzt schon loslegen? Gerne, genau. Wie gesagt, also ich würde denken, erstmal Fragen antworten und dann können wir gerne nochmal eben ein bisschen vielleicht darüber reden, wenn der Wille besteht oder das Interesse besteht, wie wir sozusagen Verwaltungen identifizieren, wie wir die ansprechen und wie wir die davon überzeugen, freie Software einzusetzen und wie das eben sozusagen von allen anderen auch gemacht werden kann. Okay. Alles klar, ja, dann erstmal an der Stelle schon mal bis hierher vielen lieben Dank für den Input. Sehr gerne. Aline, wie schaut's denn aus? Steht denn bislang im Chat? Welche Fragen gab es denn? Ich habe gerade schon mal überflogen. 1, 2, 3, 4 sind auf jeden Fall dabei. Ja, danke, Achim. Also vielleicht ganz am Anfang, Alexander, kannst du noch mal erklären, was der Unterschied zwischen Open Software und Free Software ist? Sehr gerne. Also grundsätzlich ist Open Source als Marketingbegriff von Unternehmen eingeführt worden, um sozusagen sich auf dem Markt damit durchzusetzen. Wir als Free Software Foundation Europe nutzen halt logischerweise den Begriff freie Software. Das Problem ist, dass es bei Open Source Software eben manchmal die Tendenz dazu gibt, nicht auf diese 4 Freiheiten zu referieren, sondern nur auf diese eine Freiheit, nämlich dass der Code transparent ist und andere Freiheiten ein bisschen unter den Tisch fallen zu lassen. Grundsätzlich gilt, wann immer, also es gibt die Open Source Initiative und die Free Software Foundation, die sozusagen eine Liste mit Lizenzen haben, die als freie Software-Lizenzen durchgehen. Da sind auch eben Open-Source-Lizenzen mit dabei. Das sind hunderte von Lizenzen, die es da mittlerweile gibt. Grundsätzlich ist immer so, dass alle diese Lizenzen, diese 4 Grundfreiheiten, nämlich die Software zu verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern zu können, wann immer diese 4 Freiheiten gegeben sind,
dann sprechen wir eben von freier Software oder eben auch Open Source Software, wenngleich es eben so ist, dass zuweilen eben der Begriff Open Source gerne auch mal missbraucht wird, um eben ja einige dieser Freiheiten durchfallen zu lassen. Aber ja, also es gibt jetzt im Kern keine Unterscheidung, solange wie sie eine von diesen approveden Lizenzen sozusagen beinhalten. Und wenn so immer diese vier Freiheiten gegeben sind, dann kann man von freier Software oder eben auch von Open Source Software sprechen. Okay, vielen Dank nochmal für die Zusammenfassung. Eine weitere Frage war, gibt es oder wer beteiligt sich an den Verfahren? Gibt es dazu Studien, die in der Vergangenheit vielleicht gezeigt haben, wer sozusagen daran teilnimmt? Ist das nur das Bildungsbürgertum, ist die Frage, oder ist es sozusagen die breite Öffentlichkeit? Also auch hier gerne nochmal die Corona Tracing App. Also ich glaube, da ist ein Momentum entstanden, wo man ganz gut in der Öffentlichkeit verfolgen konnte, wie eben die Entwicklung also von so einer App oder eben einer Software vonstatten geht. Also ich hatte das schon angedeutet, es geht da nicht nur darum, dass sich dann irgendwelche Entwickler zusammenfinden und irgendwie dann mal schnell irgendwie so eine App zusammenbasteln, sondern es finden da tatsächlich große Diskussionen darüber statt. Das sind natürlich Entwickler, die den Code am Ende schreiben müssen. Es sind aber eben auch Bürgerinnen und Bürger, es sind Wissenschaftler, die sich damit einbringen oder eben Leute, die einfach interessiert sind. Und grundsätzlich steht es allen immer alles offen, sich daran zu beteiligen. Und das wird eben, je nachdem, worum es geht, eben auch getan. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel auch diese Partizipationsplattform Konsul, die ihr jetzt eben auch mit Mehr Demokratie e.V. hier in Deutschland einführen wollt. Ihr seid ja jetzt auch nicht bekannt als die größten Coder auf diesem Planeten, gleichwohl aber eben im Bereich Demokratie eben gut beritten. Und von daher ist es eben so, dass sich hier dann eben immer wieder verschiedene Communities zusammenfinden, die dann eben an der Entwicklung von solchen Softwareprodukten arbeiten. Und das ist ganz unterschiedlich. Wie gesagt, oft sind es auch Unternehmen, die die Weiterentwicklung voranbringen. Also das ganze Internet funktioniert ja sozusagen auf oder basiert auf freier Software. Und hier gibt es dann auch Unternehmen wie IBM oder sowas, die dann halt zum Beispiel sehr intensiv mitentwickeln. Es gibt Staaten, die mitentwickeln. Es gibt einzelne Personen, die mitentwickeln. Es gibt Gruppen, die mitentwickeln. Also ganz unterschiedliche Communities, die zu ganz unterschiedlichen Momenten mit ganz unterschiedlichen Absichten eben zusammenkommen und sowas entwickeln. Und das passiert eben auch. Also und das kann man jetzt tatsächlich nicht zusammenfassen, dass man sagt, ja, es ist nur das Bildungsbürgertum oder sowas, also ganz und gar nicht. Es kommt immer auf die Software an, die eingesetzt wird. Es gibt Software, die wird von ganz wenigen Leuten gepflegt und weiterentwickelt. Und es gibt Software, wo es ja Communities mit Zehntausenden von Leuten gibt, die die dann weiterentwickeln. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und man ist ja schon teilweise Mitglied einer Community, wenn man nur einen Bug von einer Software berichtet, der dann wiederum von Entwicklern gefixt wird. Also ganz unterschiedliche, diverse Communities. Und das ist eben auch das Schöne an freier Software, dass man sich hier eben da in diesen Communities so zusammenfinden kann und eben an der Weiterentwicklung von Software beteiligt sein kann. Alex, eine kurze Zwischenfrage. Brauchst du deine Folien noch? Ansonsten könnte man die jetzt beenden, dann sieht man ein bisschen besser dich und auch die Dolmetscherin. Genau, ich kann hier nur ein New Share klicken. Ich weiß nicht, wie. Oder könnt ihr mir einfach die Rechte wieder wegnehmen? Ja, das können wir machen. Der Johannes kann das machen. Okay. Ja, danke dir, Johannes. Gerne, gerne. Ich habe noch eine weitere Frage, die daran anschließt. Und zwar ist die Frage der Usability von Free Software. Die ist häufig, also es ist eine, ob das wahr ist, wird hier in Frage gestellt, dass wenn wenig Leute an einer Software, weil sie eben nicht mit viel Geld und mit viel Geld hinterlegt ist, arbeiten, dann ist die Usability oft weniger gut. Und dadurch hat es auch weniger Menschen, die sie dann benutzen. Also das ist so ein bisschen ein Kreislauf. Und dann weniger Daten etc. pp. Ist das ein berechtigter Einwand oder ist es so, dass du der Meinung bist, dass das eigentlich bei Free Software kein Problem darstellt?
Also es gibt sicher freie Software, die ganz grauslich zu bedienen ist. Es gibt aber auch proprietäre Software, die ganz grauslich zu bedienen ist. Also ich würde da keine große Unterscheidung machen. Also ich glaube, wir alle haben unsere Probleme mit Software, egal ob sie jetzt freie Software ist oder proprietäre Software ist. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass je mehr Geld sozusagen auch in der Software steckt, desto wahrscheinlicher ist es, dass die besser funktioniert. Aber wie gesagt, ich hatte es schon gesagt, Red Hat wurde für 35 Milliarden verkauft. Also so schlecht kann das nicht sein, was die da zusammengebastelt haben. Also sonst würde man dafür nicht so viel Geld ausgeben. Andererseits, wie gesagt, versuchen wir ja eben auch durch unsere Kampagne Public Money, Public Code auch mehr Geld in diesen Sektor hineinzubekommen, was natürlich dann eben auch, also um mal eine Zahl zu nennen, ungefähr 25% des Umsatzes von Softwarefirmen wird von Staaten gemacht. Und wenn wir diese 25% jetzt nehmen, die ja doch dann meistens irgendwo bei Microsoft und Konsorten landen, Oracle und so weiter und so fort, wenn wir diese 25% jetzt nehmen und in die Entwicklung von freier Software packen, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir sehr, sehr schnell sehr, sehr gute Produkte haben, die nicht nur mit den proprietären Lösungen mithalten können, sondern die also bei weitem überflügeln werden. Weil sie eben dann auch, gerade wenn sie von Staaten entwickelt werden, gar nicht mehr so dieses ökonomische Interesse drin, hinten dran haben, wie zum Beispiel Daten sammeln oder ähnliches. Also von daher kann man die Frage nicht so einfach beantworten. Also ja, es gibt freie Software, das ist ganz furchtbar zu benutzen. Es gibt aber auch ganz tolle freie Software, die in ihrer Usability deutlich besser ist als ihre proprietären Konkurrenzprodukte. Und grundsätzlich, wie gesagt, können wir uns, glaube ich, sehr einfach auf den Weg machen, um das noch zu stärken. Vielen Dank für die Antwort. Achim, ich Läuft das jetzt nur über Chat oder kann man sich auch so melden? Ja, gute Frage, genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben jetzt nämlich auch alle Fragen aus dem Chat abgearbeitet. Vielen Dank, Erlin, nochmal. Und dementsprechend würde ich vorschlagen, wir öffnen nochmal kurz, trudeln gerade auch noch ein, zwei Fragen im Chat ein, aber wenn Sie möchten, stellen Sie doch gerne auch schon mal eine Frage hier mündlich. Ja. Und zwar, also erste Frage, was halten Sie von Linux? Ich bin schon immer bei Linux gewesen, habe also da auch nie Probleme gehabt, mal ein bisschen runterstellen, so. Und habe noch nie Probleme damit gehabt, bin sehr zufrieden, ist auch leicht zu handeln, ist überhaupt kein Problem, wird immer schwierig, Linux und so Quatsch. Und dass neulich mal ein Fehler auftauchte, fiel mir eine, sagte, boah, da kann man schieflaufen. 3 Tage später konnte ich mir das neue Programm runterladen, also das war, bin ich sehr zufrieden mit. Was halten Sie aber davon generell? Erste Frage, zweite Frage. Unsere Stadt hat ein Letter of Intent mit UAW abgeschlossen. Letter of Intent ist so eine Art Vorvertrag. Also wir wollen mal irgendwann, dass die gesamte Stadtverwaltung, die ganze, alles, was in der Stadt abläuft, nur von UAW gemanagt wird. Und das halte ich für saugefährlich. Und ich habe auch den Antrag gestellt, das wieder rückgängig zu machen. Da haben Sie gesagt, ach nee, das wäre alles nicht so schlimm und so weiter. Was halten Sie davon? Okay, ich schalte mich jetzt wieder stumm. Ja, also zu Linux, also ich habe letztens habe ich aufgeräumt, da habe ich meine erste Linux-CD wiedergefunden. Es war eine SUSE 6.1, glaube ich. Das war noch zu Zeiten, wo man tatsächlich so noch CDs gehabt hat, um sein Betriebssystem zu installieren. Und seitdem benutze ich eigentlich Linux. Also seitdem ich eigentlich einen Computer habe, habe ich da auch mehr oder weniger ein Linux-Betriebssystem drauf, bin auch sehr zufrieden. Kann ich auch eigentlich uneingeschränkt empfehlen. Zu Huawei. Also das lässt sich jetzt aus der Ferne nicht so grundsätzlich so einfach beantworten. Also Huawei hat ja grundsätzlich auch Probleme gehabt, sozusagen durch den US-Bahn ihre Produkte auf den Markt zu bringen, was dazu geführt hat, dass sie sich sehr intensiv auch damit auseinandergesetzt haben, wie freie Software funktioniert, beziehungsweise ob freie Software eine Exit-Strategie für Sie sein könnte als Unternehmen. Und ich glaube, das ist halt eben genau der Kern. Also es ist eigentlich fast egal, was das für ein Unternehmen ist, was da eben seine Produkte liefert. Wichtig ist, dass eben diese Transparenz vorherrscht und dass wir halt eben schauen können, was diese Software dann tatsächlich tut. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Besonders kritisch wird es eigentlich dann, wenn eben auch Hardware eingesetzt wird. Und dann müssten wir nämlich auch über Open Hardware reden oder nicht müssten, sondern müssen und dann eben überprüfen können, ob die Hardware mit der Software genau das tut, was eben vorgegeben ist.
Und dann, wenn das so ist und man das alles transparent machen kann, sehe ich da jetzt erstmal kein Problem, egal von welchem Anbieter das kommt, weil ja dann eben dieser Vendor-Login nicht besteht und man dann relativ einfach auch wieder sozusagen aus dieser Situation herauskommen kann und beziehungsweise eben überprüfen können, was hier passiert. Also wie gesagt, kann ich jetzt aus der Ferne nicht so einfach beantworten, was Huawei dann da genau macht, für was die jetzt eingekauft wurden. Wichtig wäre eben, wie gesagt, dass man sich eben an Anbieter wendet, die einfach transparente Systeme ausliefern, bei denen man nicht eben in so ein Vendor-Login reinkommt, sondern dann eben auch zum Beispiel Weiterentwicklungen lokal machen kann oder aber eben auch aus den Verträgen einfach wieder rauskommt und sagt, okay, ich gehe jetzt mit meinem, was auch immer, mit meiner Anwendung zu einem anderen Anbieter, der das schlussendlich einfach übernimmt und die Weiterentwicklung für mich übernimmt. Okay, ist klar, danke. Wir haben jetzt noch, wir haben jetzt noch starke 5 Minuten. Nur sagen, dass wir so um 14 Uhr, kurz nach 14 Uhr, durch sein möchten. Dann geht es ja ins Krausen-Yoga. Ich würde vorschlagen, wir machen noch 2 Fragen. Es kamen tatsächlich noch ein paar über den Chat rein. Die erste Frage wäre von Laura Russo an alle. Welche Rolle spielt Blockchain-Technologie in der Gestaltung einer sicheren, vertrauenswürdigen digitalen Demokratie? Ist die Frage auch an alle oder soll? Also an dich. Nee, die Frage ist an mich. Also ich würde mich jetzt nicht als alle betrachten, aber ich kann gerne meinen Senf mit dazugeben. Also ist, glaube ich, viel Musik und viel Geld und viel Hoffnung und viel Illusion mit einer Blockchain verbunden. Es gibt sicherlich Anwendungsfälle, wo es Sinn macht, auf eine Blockchain zurückzugreifen, aber in den meisten Fällen, glaube ich, wo das gewünscht oder gefordert ist oder gar eben auch 5 Blockchains gefordert werden, macht es eher keinen Sinn. Und es gibt sicherlich auch andere Verfahren, die weniger energieintensiv zum Beispiel sind, als eine Blockchain irgendwo dran zu kleben. Okay, ist klar, danke. Es gab noch eine Frage von Daniel Förster, der gefragt hat, kann die Free Software Foundation Europe, ich glaube auch, kann, also das könnte man jetzt an jeden quasi adressieren, also kann nachgewiesen werden, dass pro Produkt auch genügend Experten existieren, und auch tatsächlich alle Teile eines Produkts verstehen, für gut halten, überprüfen und verbessern können. Also, wie gesagt, es kommt auch immer wieder vor, dass es sehr kleine Communities gibt, die gar nicht so irrelevante Produkte entwickeln und vertreiben. Gleichwohl ist es eben so, dass wir durch die Möglichkeit, dass wir den Code eben Transparenz vorliegen haben, auch andere darauf ansetzen können. Also das könnten eben zum Beispiel auch Staaten sehr einfach übernehmen oder Verwaltungen oder wie auch immer, indem sie zum Beispiel Bug-Bounty-Programme aufsetzen für freie Software. Also freie Software, die eingesetzt wird von breiten Teilen der Bevölkerung oder von vielen Unternehmen oder die sicherheitsrelevant ist oder wie auch immer, kann eben dadurch, dass der Code transparent ist, mit sogenannten Bug-Bounty-Programmen auf ihre Sicherheit hin überprüft werden. Das bedeutet, man macht eine Ausschreibung und sagt zum Beispiel, wer eine Sicherheitslücke findet, kriegt dafür 5.000 Euro. Und dann werden sich da relativ schnell eben auch Leute finden, die für diese Sicherheitslücken versuchen zu finden. Und das haben wir dann eben dann die Möglichkeit, diese auch relativ schnell eben und überprüfbar zu schließen. Und wenn man sich mal einfach zum Beispiel mal bei Apple umschaut, wie viele Sicherheitslücken die einfach offen lassen und nicht fixen, dann sieht man, glaube ich, wo die Probleme halt liegen können. Und dass das jetzt nicht unbedingt ein Problem von freier Software ist und IT-Security, wenn ich das auch mal noch anmerken darf, ist auch grundsätzlich nicht nur ein technologisches Problem, sondern auch ein soziales Problem. Und IT-Sicherheit ist also weit mehr als nur der Einsatz von Software im Allgemeinen, egal ob sie jetzt eben freie Software ist, proprietäre Software. Gleichwohl ist es eben so, dadurch, dass wir eben die Transparenz haben, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine Sicherheitslücke findet, einfach höher ist als bei einem Produkt, wo wir ja gar keine Transparenz haben und es noch viel schwieriger ist, sozusagen dann diese Sicherheitslücke zu finden. Von daher heißt das natürlich nicht, dass eine freie Software immer sicher ist und dass da immer die besten Entwicklerinnen und Entwickler dran gesessen haben. Aber wir haben eben die Möglichkeit, diese einfach relativ einfach weiterzuentwickeln und diese Experten dann auch zusammenzutrommeln, die das dann machen können. Ist klar.
Dankeschön. Ich würde vorschlagen, wir machen noch eine letzte Frage und dann sind wir für heute, weil es trudeln tatsächlich jetzt noch mehr Kommentare, noch mehr Fragen ein. Genau, ansonsten kann man mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder mich auf irgendwelchen anderen Kanälen anhauen. Ich stehe danach auch gerne noch zur Verfügung, aber gerne jetzt auch noch hier die letzte Frage. Okay, das ist ja ein super Tipp. Also wenn du magst, kannst du vielleicht dann nachher auch nochmal in den Chat vielleicht deine E-Mail-Adresse teilen oder den Kontakt, über den man dich anschreiben soll. Das ist sicherlich sehr hilfreich, gerade zum Thema Kryptowährung, Blockchain. Gibt es, glaube ich, viel Gesprächsbedarf. Gerade in diese Richtung wäre nämlich noch eine Frage. Wenn es darum geht, dezentral, aber authentifizierte Prozesse zu vereinen, zum Beispiel valide Stimmen abzugeben, was gibt es da für eine Alternative zu Blockchain? Es kommt ja auch immer darauf an, also was man jetzt da genau abstimmen will und wie geheim oder wie also was das jetzt für eine Wahl ist einfach. Ich also wie ganz gesagt, kurz ich ein. Ganz genau, also ich habe die Frage gestellt, weil wir natürlich aus einem Grund hier sind. Es geht um demokratische Prozesse. Natürlich fragen wir uns, ob man in Zukunft digital valide, freie und geheime Wahlen abhalten kann. Wie kann das technisch umgesetzt werden? Tatsächlich so, dass auch alle dem System vertrauen. Also ich bin da ganz beim Linus. Ich finde es auch relativ schwierig und wird erstmal andere Projekte angehen, die mit der Demokratisierung einhergehen. Und ich finde jetzt auch sozusagen den heiligen Gral der Wahl sozusagen nach dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht und so anzugreifen. Weiß nicht, ob das jetzt so das Wichtigste ist. Ich denke auch, dass es zum Beispiel eben über so Partizipationsplattformen wie dieses Konsul, wo eben auch Abstimmungen stattfinden und man über Budgets abstimmen kann, dass man damit schon viel zur Demokratisierung beitragen kann und dass man jetzt eine Bundestagswahl vielleicht jetzt nicht zwingend über Online-Wahlsysteme durchführen muss zum jetzigen Zeitpunkt, was natürlich nicht heißt, dass wir nicht irgendwann mal dahin kommen, solche Systeme vertrauenswürdig und sicher so zu bauen, dass wir es halt tatsächlich auch realisieren können. Zum jetzigen Zeitpunkt hätte ich dann meine Bauchschmerzen damit. Okay, alles klar. Ja, vielen lieben Dank. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt hier einen Cut machen. Das Angebot von dir kam ja schon, dass man dich auch nochmal auf allen anderen Kanälen kontaktieren darf und die Diskussion mit dir weiterführen kann. Vielen lieben Dank an der Stelle nochmal, dass du dabei warst heute für den Input. Ja, vielen Dank für die Teilnahme und die rege Diskussion jetzt hier am Anschluss. Hat mich sehr gefreut.